Hallo und willkommen wieder hier zurück oder neu auf dem Kanal mit einem Thema, was ich schon mal in einem anderen Kontext angesprochen habe und was ja so eine gängige Frage ist, auch von Betroffenen, Partnern oder Ex-Partnern von Narzissten, die sich natürlich so mit dieser klassischen Schuldumkehr und dem Gaslighting konfrontiert sehen. Genau darum ging es auch schon mal ziemlich am Anfang, als ich den Kanal gestartet habe. Weil das ja eben so eine klassische Projektion ist. Meistens, wenn die Beziehung irgendwie ja gecrashed ist oder so irgendwas und der Narzisst dann halt praktisch seine ganzen Sachen auf den anderen projiziert und nicht selten bekommen dann eben Betroffene zu hören, du bist der Narzisst. Ja, jetzt kann man sagen, klar, es ist Projektion, es ist Gaslighting, muss ich nicht ernst nehmen, muss ich mir nicht irgendwie, ja, den Schuh muss ich mir nicht anziehen und so weiter. Und ja, das Thema wird häufig auch immer relativ flott abgehandelt, in dem Sinne, ja, wenn du dich das fragst, dann bist du sowieso nicht der Narzisst und ja, und das war's dann mit dem Thema. Aber ich bin der Meinung, es ist schon ein bisschen komplexer und es hat eben zu tun mit einem Phänomen, was ja, sich so reaktiver Missbrauch nennt. Und da wollte ich heute mal drauf eingehen. Und das ist eben schon so eine bestimmte Dynamik. Und es ist auch keine Seltenheit, dass sich das Betroffene tatsächlich fragen. Und zwar nicht nur aufgrund dieser Anklagen, das waren Narzissten, wenn man jetzt so will, sondern weil sie sich selber eingestehen müssen, naja, da gab es jetzt Situationen in der Beziehung oder irgendwie in dieser Interaktion, wo ich so reagiert habe, dass ich sagen muss, oh, also das war vielleicht auch nicht so der Hit. Da bin ich vielleicht selber aus dem Ruder gelaufen, bin vielleicht komplett ausfällig geworden, handgreiflich sogar oder habe irgendwelche Dinge durch die Gegend geworfen. Und der Punkt ist halt immer, ja, ich kann jetzt sagen, ja, aber das war ja nur, weil der andere dies und das und jenes getan hat. Und das ist aber exakt die, eigentlich, wenn man sich es genau anguckt, ehrlich, die narzisstische Strategie, die ja sozusagen immer, ja, immer einen Schuldigen finden für ihr Verhalten, immer eine Erklärung, immer Gründe, warum sie ihr Verhalten letztendlich minimieren, bagatellisieren und ja, für nicht so richtig schlimm erklären können oder halt in Abrede stellen können. Und das ist ja genau das, was wir hier eigentlich versuchen nicht zu tun, sondern eben möglichst reflektiert zu bleiben. Und das ist auch einer der wichtigsten Anhaltspunkte, woran man sehen kann, ja, bin ich denn wirklich der Narzisst oder hab ich vielleicht gewisse Anteile? Oder ist es vollkommener Quatsch? Und ein Unterscheidungsmerkmal ist eben tatsächlich, würde ich sagen, ja, dass ich mein Verhalten anschauen kann und vielleicht auch sagen kann, hey, da war ich ehrlicherweise, da bin ich ein bisschen aus dem Rahmen gefallen. Und das passiert uns allen mal oder wir sind halt nun mal auch nur Menschen. Und die Narzissten legen es ja auch darauf an, das ist ja genau das, oder toxische Menschen mit irgendwelchen Störungen oder sagen wir mal hohen Anteilen, die legen es ja genau darauf an, dass du und provozieren und machen und tun, dass genau das passiert, dass du da völlig die Fassung verlierst und deine Integrität und sie dann eben noch leichter mit dem Finger drauf zeigen können. Und ja, es ist eben super wichtig und gut und mega bestärkend, wenn man diese Dynamiken erkennt und ja, seinen Part auch annehmen kann, oder? Weil das ist genau das, was sie halt eben nicht können. Und es ist letztendlich auch so, dass man sich ja immer wieder die Frage stellen muss, und auch das werde ich hier weiter auf dem Kanal tun, auch wenn das immer die Videos sind, die nicht unbedingt die beliebtesten sind, die meistgeklicktesten, die meistkommentiertesten oder gelikedesten, eben gerade nicht. Aber genau deswegen ist es wichtig, nämlich so die Frage, wie sind denn eigentlich die Partner häufig von Narzissten? Sind es denn immer Co-Abhängige oder meistens Co-Abhängige? Oder haben die vielleicht selber häufig bestimmte Facetten und Anteile, ohne dass das irgendwie jetzt den anderen berechtigen würde oder dass ja, eben auch das Verhalten minimieren würde oder sonst irgendwas, ist das ganz klar. Und das heißt auch nicht, dass man sich nicht wehren soll oder für sich einstehen soll. Genau das ist eigentlich der Punkt, nämlich wenn man seine eigenen Facetten kennt, dann ja, kann man sich viel leichter auch wieder
auf sich zurückbesinnen und selbst auch sein Verhalten eben modifizieren, was halt der Narzisst meistens ja eben nicht kann, wo er einfach nicht so bereit ist, weil es zu weh tut und so weiter und so fort. Und ja, wenn man sich das eben genauer anschaut, dann muss man sagen, wenn man sich diese Dynamik anschaut, dann sieht man eben, dass ja sogar bis nach der Trennung, und das ist übrigens auch eine der letzten Zuschauerfragen zum Thema, ja, so diese Rachsucht von Narzissten. Also das war so die Frage, und dazu wollte ich eigentlich auch nochmal ein extra Video machen, aber ich versuche das jetzt irgendwie so ein bisschen zu verknüpfen, weil das eigentlich ganz gut passt, weil gerade dann, also wenn du sozusagen so eine narzisstische Kränkung, so eine Wunde ausgelöst hast und ja, dich halt irgendwie abgegrenzt hast, dann gerade dann passiert es halt häufig, dass sie sich so extrem festbeißen und überhaupt nicht mehr loslassen und dir weiterhin schaden wollen, dich irgendwie sabotieren wollen. Und erstaunlicherweise übrigens passiert das nicht selten, dass dann auch die vermeintlichen Opfer, und da kommen wir wieder zu dem Thema, dass es so ein Stück weit verschwimmt, ja, dass vermeintliche Opfer sich plötzlich komplett selbst narzisstisch, als stark narzisstisch outen, ohne dass sie es irgendwie ihnen selber bewusst wäre, dass sie da wahnsinnig blinde Flecken haben, dass sie halt, wenn sie dann zum Beispiel auch eben gekränkt worden sind und verletzt worden sind, was ja auch absolut okay ist und verständlich ist, aber dann so unverhältnismäßig zurückschlagen oder so überhaupt nicht mehr loslassen können und den jetzt auf Teufel komm raus sabotieren wollen. Und ja, da wurde dann ursprünglicherweise zum Beispiel ein hehres Ziel oder irgendwie so eine Tugendhaftigkeit im Sinne von, ja, aber man muss da mal so eine MeToo-Bewegung starten und so weiter. Es geht ja auch um die Frauenrechte und so. Und ja, erstaunlicherweise, und dann sehen sie gar nicht, was sie tun, wenn du zum Beispiel als Frau dann sagst, ja, ich habe das und das, ich sehe das auch, ich nehme das wahr, ich weiß das, was der macht zum Beispiel, aber ich, ja, ich gehe da einen anderen Weg oder ich grenze mich da ab oder ich bin da einfach nicht für deinen Weg sozusagen, ja, dann wirst du kommst du auch auf die Liste der zu sabotierenden, behatenden Personen, und da merkt man dann plötzlich, oh, also es geht ja eigentlich gar nicht um irgendwelche Frauenstärkungen oder sonst irgendwas, und diese Menschen, ja, sind halt auch völlig blind dann dafür, was sie eigentlich so die ganze Zeit veranstalten, und dass sie da sich genau auf die gleiche Stufe stellen und eigentlich über den Narzissten, der da so sein Ego ausagiert und ja, Frauen missbraucht, hinters Licht führt, täuscht, manipuliert, was das Zeug hält und nach außen hin abgefeiert wird, dass sie denen aber irgendwo ein Stück weit in, ja, kein Deut besser sind, in nichts nachstehen, weil sie sich exakt auf dieselbe Stufe stellen. Und das ist schon interessant. Und da kann man sich auch immer wieder vor Augen führen, ja, also das gibt es, dass sie sich dann so festbeißen und man dann auch attackiert wird, sozusagen auch Jahre danach oder einfach etliche Zeit danach noch kann es passieren. Aber es ist eben immer die Frage, wie gehe ich damit um? Und ich kann mir zum Beispiel auch vor Augen führen, wenn jemand dich so brutal attackiert, also ob das jetzt noch zum Beispiel auch mit dem Narzissten noch in der Beziehung oder Interaktion irgendwie ist, und du hast zum Beispiel nur eine simple Frage gestellt und der flippt komplett aus oder sonst irgendwas. Auch da schon, ja, wenn man sich das bewusst macht, das kommt tatsächlich von einem Ort des Schmerzes. Also das kommt aus so einer riesen Unbewusstheit und so einer riesen Wunde heraus irgendwo, weil du den halt vorher irgendwie so mit irgendwas angetriggert hast, was offengelegt hast, was aber vorher schon da war. Und dir sagst, okay, das heißt nicht, dass du das irgendwie auf dir abladen lassen musst oder dir den Schuh anziehen musst, aber du kannst da eben sagen, ich kann das auf eine Art würdigen. Ich muss das nicht gutheißen, ich muss das nicht annehmen, aber ich kann es sehen, ich kann es würdigen und sagen, okay, dann, dann nicht, aber das ist dann auch nicht mein Business, was du jetzt hier draus machst. So, das ist der eine Part, und der andere Part ist halt natürlich dieses Bewusste, dass sie die Reaktion aus dir rauskitzeln wollen. Manchmal, also wenn es jetzt gerade nicht so aus dem Schmerz kommt, sondern wenn es darum geht, anders Supply zu generieren, die ja unbedingt notwendig ist, und wenn sie nicht positiv ist, dann ist sie eben negativ. Und dann wird ja mit allen Mitteln versucht, dieses Drama zu kreieren, diese Reaktion jetzt von dir zu bekommen, diesen Wutanfall, diese negativen Emotionen und so weiter, das ganze Drama. Und
Das Ding ist halt, wenn du, es ist eigentlich egal, was du machst, es kommt eben, gibt eben in diesen toxischen Verbindungen keinen Frieden, keine Versöhnung, kein positives Ergebnis. Denn wenn du, selbst wenn du lernst mit der Zeit, und das ist jetzt eben dieser Punkt von diesem reaktiven Missbrauch, wenn du mit der Zeit lernst, ja, dich nicht einzuklinken sozusagen, sondern das nur zu beobachten, dich rauszuziehen, ruhig zu bleiben, was passiert dann? Die andere Person wird erstmal noch missbräuchlicher, noch heftiger, noch crazier, ist auch noch mehr außer sich und versucht noch mehr was aus dir rauszuhauen und wird dann immer auch immer aggressiver unter Umständen, immer verletzender, dass halt irgendetwas von dir kommt. Und ja, das ist ja auch wie eine Art Training, denn was passiert dann? Also irgendwann wirst du explodieren, weil wir alle nur Menschen sind und das ist auch irgendwo natürlich, ja, es ist ja auch kaum vermeidbar. Aber dann ist natürlich die Sache, und gerade wenn du halt gewisse Dinge dann eben gespiegelt hast, ja, aufs Tablett gebracht hast, womit sie ja überhaupt nicht umgehen können, weil das ist ja immer das ganz rote Tuch. Und sie sehen eben, wenn du ruhig bleibst, warum sie auch immer crazier werden, ist, weil es immer offensichtlicher wird, dass ihr Verhalten extrem missbräuchlich ist. Und dann müssen sie das Ganze umdrehen, dir das Ganze überstülpen wieder und dich sozusagen so lange pieken und provozieren, bis du ausflippst und selber zu missbräuchlichem Verhalten greifst und sie dann wieder ganz leicht den Finger auf dich zeigen können und sagen können: Schau, du bist das Problem. Du bist irre, du bist crazy. Ja, und damit haben sie wieder das Ganze, den ganzen Spaß umgedreht und dir ist wieder der schwarze Peter zugeschoben worden. Und letztendlich muss man auch sagen, ein Stück weit, ja, ist ja auch ein Stück weit so. Und aber jetzt kommt eben der Punkt: Wie kann ich das jetzt unterscheiden, ob ich jetzt tatsächlich narzisstisch bin oder ob ich diese Anteile habe? Und es macht durchaus Sinn, sich das zu fragen. Und ich finde es auch super, wenn, ich hatte auch schon Klienten, die dann wirklich gesagt haben: Hey, also mein Ex-Partner oder doch Partner oder wie auch immer, regt mich zwar tierisch auf und ich glaube, der hat dies und jenes und sowieso. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe damit auch ein Thema. Und warum macht es Sinn, sich das zu fragen? Ja, es ist ja auch so, dass wenn wir in bestimmten Konstellationen, Beziehungskonstellationen sind und wir verbringen mit einer Person die unsere meiste Zeit, dann gleichen wir uns immer ein Stück weit an. Und wenn wir natürlich dann gerade noch, meistens ist es ja kein Zufall, dass wir diese Partner auswählen, oder es ist sozusagen, ja eben, man ist schon so geprägt und kennt es halt aus der Familie, und dann hat man ja eh diese Fließ, also diese Flöhe so ein Stück weit. Und ja, das heißt, man hat immer auch so ein paar Einsprengler oder so ein paar Nuancen, sag ich jetzt mal, weil man ja auch ein Stück weit manipulativ agieren musste, um da irgendwie zu überleben, selbst wenn man jetzt mehr in die co-abhängige Richtung tendieren würde. Ich glaube, so komplett kann sich da niemand von freisprechen. Und deswegen finde ich es mega, wenn das Leute über sich auch selber sagen und das auch anerkennen, weil es ist echt häufig so, es ist keine Seltenheit. Also würde ich sagen, es ist, es gibt die Version, dass der andere so total co-abhängig ist und sich da komplett unterordnet, aber es ist nicht so häufig. Es ist wirklich oft so, dass der andere Part auch so seine Anteile hat, was ja nichts entschuldigt und so weiter, ja. Deswegen, und gerade weil ja auch jeder da irgendwo menschlich ist und auch explodieren kann und auch zu unüberlegten Aktionen mal greifen kann, ist es so wichtig, sich das selber auch, ja, einzugestehen und anzuerkennen und auch zu sagen: Okay, ich bin da nicht stolz drauf. Und da kommen wir auch wieder zur Unterscheidung. Ein narzisstischer, wirklich, wirklich hardcore-narzisstisch strukturierter Mensch wird eben immer sein Verhalten, ja, Erklärungen, Bagatellisierungen und so weiter für sein Verhalten finden und das Ganze umflippen können und sagen können: Ja, aber das war ja nur, weil der andere dies und das und jenes getan hat. Und deswegen ist es so ein wichtiger Schritt zu sagen: Ja, okay, das war vielleicht unüberlegt und vielleicht auch nicht so der Hit, wie ich da jetzt reagiert habe. Ja, ich bin ausgeflippt. Oder ja, ich habe da zum Beispiel vielleicht, und das ist eben die große Falle, warum man das halt nicht wiederholt tun sollte, weil häufig spielt es dem Narzissten eben wahnsinnig in die Karten und man wird selber sogar noch irgendwie rechtswidrig und sonst irgendwas, sodass der noch mehr in der Hand hat. Und ja,
man untermauert sozusagen noch, hilft ihm, sein False Self zu untermauern und seine crazy Ex oder der crazy andere Geschichte noch zu bekräftigen. Das ist ja auch der Grund, warum sie das so gerne tun. Deswegen ist es so wichtig, das zu erkennen und nicht in diese Falle zu tappen. Aber für sich sagen zu können, ja, ich habe diese Facetten und ja, der andere hat mich da und da bis aufs Blut gereizt. Und ich kann es aber anerkennen und was ich dann gemacht habe. Und das ist trotzdem meins und ich kann die Verantwortung übernehmen. Und das ist ja auch extrem selbstwertstärkend, wenn man das anerkennt. Denn ein weiterer Punkt ist, der in diesen Beziehungen passiert, warum sich so viele da auch selbst verlieren, ist ja, weil genau in diesen Dynamiken es dazu kommt, dass im Grunde genommen es sich nur noch alles dreht um die Reaktion des anderen. Und man fängt an, und da kommen wir sowieso auch ins Manipulative, sich anzupassen, entweder ob man sich jetzt unterordnet oder ob man halt eben, ja, vielleicht auch auf eine Art irgendwie anders, aggressiv oder wie auch immer manipulativ reagiert, damit der andere nicht mehr hier nicht mehr ausflippt, dies nicht mehr macht, das nicht mehr da macht. Und das ist ja auch, ist auch manipulatives Verhalten. Man kann jetzt sagen, es ist besser oder um zu überleben und nicht vorsätzlich, um den anderen zu schaden, aber es ist trotzdem manipulatives Verhalten. Und weil es immer um die Reaktion des anderen geht, verlieren sich so viele und wissen gar nicht mehr, wer bin ich eigentlich selber? Und ja, eben, also bin ich selber der Narzisst? Was ist hier, was passiert hier eigentlich? Und da wieder zu sich zurückzukommen, ist so ein wichtiger Punkt. Und genau das ist eben auch dieses Heraustreten aus der Opferrolle. Und ja, entgegen dessen, was hier manche Gurus ja immer so unterstellen, dass das irgendwie, ja, dass man immer, also ich glaube, ich mache das sowieso nicht in meiner Arbeit, aber egal, anderes Thema, dass man so in Schwarz und Weiß unterteilen würde und diese, ja, dieses Opferdasein füttern würde. Aber genau das versuche ich hier nicht zu tun. Und ja, sondern es geht eben um das Gegenteil. Es geht darum, diese Dynamiken zu erkennen und dann eben besser agieren zu können und auch seine Muster zu erkennen und sich wieder da rauszuholen und stärken zu können. Und man kann den anderen annehmen und sagen, ja, du darfst ausflippen, du darfst beleidigend werden. Du darfst ausfällig und wütend sein. Gut, du darfst es nicht, ich muss es nicht zulassen, dass du es an mir auslässt, aber das sind halt deine Emotionen, das ist okay und ich muss nicht drauf einsteigen. Ich kann aussteigen und deswegen ist es so wichtig, diesen Switch so hinzukriegen zwischen ich kann das beobachten und muss nicht mehr reagieren, ich muss nicht drauf einsteigen. Und so ein bestärkender, irgendwie heilsamer Gedanke dazu ist, finde ich auch so, dass man sich sagt, so, und wenn ich, selbst wenn ich diese Anteile habe, wenn ich diese Facetten habe, das macht mich nicht zum Narzissten, denn ich kann eben mein Shit, sage ich jetzt mal, einfach annehmen und kann sagen, ja, okay, bin ich nicht stolz drauf, würde ich so auch nicht nochmal machen, bin ich aus dem Ruder gelaufen, ist menschlich, ich nehme es an, ich gebe auch nicht dem anderen gleich direkt wieder die Schuld, wie es der Narzisst tun würde, ja, aber nur weil, und das ist verdammt schwierig und das ist. Sagt niemand, dass es leicht ist, aber es ist eben möglich. Und ja, es ist ein sehr bestärkender Gedanke und einfach auch so ein Mindset-Switch, den man machen kann, um eben dem anderen diese Macht auch zu entziehen und sie sich ein Stück weit wieder zurückzuholen. Dass man nicht so Spielball ist und man eben nicht mehr ja, auf diese Köder so anspringt und es zu erkennen und einfach für sich wieder, ja, zu sich wiederzufinden. Und zu sagen, ja, vielleicht habe ich ja ein paar Anteile, aber das macht mich nicht zum Narzissten, denn ich denke, es ist eh so, dass halt im Grunde genommen, ja, das Verhalten, also wenn man sich mal so verhält, macht es dich nicht zum Narzissten. Aber umgekehrt ist es halt eben so, wenn Narzissmus da ist, dann ermöglicht es missbräuchliches Verhalten, ohne eben schlechtes Gewissen zu haben, ohne sich dafür mies zu fühlen und dafür irgendwie einzustehen, gerade zu stehen und die Verantwortung zu übernehmen. Und das ist genau der Punkt. Und ja, das ist eigentlich am Ende des Tages auch so die Hauptmessage, die ich da so mitgeben wollte. Ich hoffe, dass das jetzt halbwegs klar geworden ist. Sollte eigentlich noch ein bisschen knapper werden, aber jetzt ist es halt, ja, wieder so lang, wie es ist. Und ich hoffe, dass es klar geworden ist. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.